Hey Leute und willkommen zu Dragon Ball Online Zenkai. Wie versprochen, vor einigen Wochen oder Monaten schon, schauen wir rein ins neue Fanmade Dragon Ball Online Game. Wenn ich das richtig verstanden habe, das Ganze kommt aus Asien, hieß damals Dragon Ball Online, jetzt so ein Zenkai Fanmade gemacht, ne, zurückerobert. Es gibt einen Server und so weiter, man kann das Ganze runterladen. Link in der Videobeschreibung. Ich gehe mal kurz auf die Internetseite. Ich hoffe, man sieht das irgendwie. Ja, okay. Dann das ist die Internetseite. Da müsst ihr euch registrieren und das Spiel downloaden. Beides mega easy. Macht das auf jeden Fall. Dann könnt ihr das zocken, okay? Registrieren, downloaden, braucht gar nicht installieren, ne? Registrieren, downloaden, los geht die Party. Und wir gucken jetzt mal rein ins Game. Ist es überhaupt wert, downzuladen? Drück mal auf Start. Ich bin ready. Okay. Wir sind auch im Alpha-Server. Es gibt nur einen Alpha-1-Server. Der ist gerade nicht wirklich belegt zu meiner Uhrzeit. Mehr gibt's gerade nicht, okay? Wir stellen einen neuen Charakter rechts oben. Ich mache die Kamera aus. Es gibt eine Möglichkeit zwischen Mensch, Namekianer und Majin. Weiblich, männlich. Dragon Clan Warrior. Ach so, sind die Klasse. Ah, männlich, weiblich gibt's nicht. Ah, hier gibt's weiblich. Oh, weiblicher Majin. Weiblicher Mensch. Ich habe keine Ahnung, was ich spielen will. Ich glaube, ich will... Nee, komm, ich habe bisher immer Saiyajins gespielt. Ich spiele jetzt ein Saiyajin. Da gibt's Martial Arts und Spiritualist. Ja, Martial Arts. Suchen wir uns natürlich auch das Haar aus. Oh mein Gott, es gibt... oh mein Gott, es könnte ein bisschen dauern. Ja, es gibt... Oh, Krillin. Nee, komm, wir nehmen das originale Dragon Quest, nenne ich es mal. Haarfarbe müssen wir eigentlich schwarz machen. Gibt's schwarz? Jau! Das Gesicht? Böse? Der ist badass, den nehmen wir. Skin? Hautfarbe, okay. Lassen wir durch weiß. Wir nennen ihn natürlich... Black Rabbit. Ich hoffe, das geht. Und erstellen ihn. Choose your character settings carefully. Ja, wir sind bereit. Ui, der neue Charakter, Leute. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich gehe rein. PvP? Channel? Wir gehen irgendwo rein mal. Okay, man kann sich aussuchen, wo man auf diesem Server gerade beitritt. PvP auf keinen Fall. Wir gehen mal in Channel 1 rein. Start Tutorial. Jo, okay. Wie geht's Tutorial, Leute? Ich hab so Bock, ne? Ich hab echt lange auf das Spiel jetzt gewartet, ne? Ich hoffe, das funktioniert auch alles. Oh. Hat das Spiel jetzt bereits schon aufgehangen? Muss den ganzen Bubs nochmal machen? Es ist, wie gesagt, eine Alpha, Leute, ne? Hab da jetzt irgendwie ruhig ein bisschen Mitleid mit dem Game, ne? Ist eine Alpha, kann immer mal crashen, bla, bla, bla. Ich warte mal ein bisschen, vielleicht erfängt es sich das Game noch. Sonst starte ich nochmal neu. Oh, es hat sich. Es hat sich gefangen. Nur wenn man vom Teufel redet. Alter, waren das viele Knöpfchen. Ein Video. Bin bereit. Ich übersetze das jetzt sicher nichts, ne? Auf jeden Fall, Goku war mit dabei. Wir kennen es alle, ne? Piccolo gegen Goku und Raditz. Er hat einfach Goku mit umgebracht, sagen wir mal so. Majin Buu kam dann. Oh, 200 Jahre später nach Majin Buu. Ist die Welt in Frieden? Oh. Children of Majin Buu. Was? Die Kinder von Majin Buu? Oh mein Gott. Und die Namekianer. Alle sind auf der Erde vereint. Was? Okay. Im Jahr 1000. Bin gespannt. Oh mein Gott. Feinde treffen ein. In der Zeitmaschine kommen Gegner, die einfach... Oh, keine Ahnung, woher, ne? Krass. Okay. Time Patroller. Time Rifts. Okay. Erinnert ein bisschen an Xenoverse natürlich. Ich glaube sogar, das Spiel war vor Xenoverse draußen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Haut's gerne mal in die Kommentare an alle Experten. Ich glaube, Dragon Ball Online war vor Dragon Ball Xenoverse. Oh, wir sind drin. Wir sind drin, Leute. Ich bin hier da. Ich bin hier. Oh mein Gott, ich kann rumlaufen. Okay, okay. Kann ich auch anders rumlaufen? Durch Mausklicks? Ja, kann durch Mausklicks rumlaufen. Okay. Ui. Das ist ein MMORPG. Sieht man sofort. Rechts oben, hinter mir, ist eine Map, wo wir gerade sind. Hier unten haben wir tausende von Zaubersprüchen. Im Endeffekt später dann. Ne? Ihr seht die ganzen Tasten. Das ist ein bisschen klein hier unten, ich weiß. Okay, wir können auch sitzen. Können wir sitzen? Ich kann mich hinsetzen. Ich kann sich auch irgendwie ranzoomen. Oh, ich kann ranzoomen. Oh, ey, ich habe mich hingesetzt, Leute. Ich bin Pro, ne? Ich bin Pro-Hinsetzer. Okay, was gibt's denn noch hier? Pickup-Item, Auto-Attack, Spirit-Roar. Ui. Und Double Strike. Aber wir müssen mal ein Target auswählen. Okay, haben wir nicht. Okay. Ich bin ready. Oh mein Gott, ist das noch schnell. Online Guides. Fliegen. Move Tutorial. Scheiß drauf, wir können das auch so. Ich will ja nur ein bisschen anzocken mal.
Dame hier ansprechen? Okay, ein Scouter? Gemein Adventure. Jo, komm, wir sind bereit. Was soll ich machen? Es ist halt, ihr müsst euch das Ganze vorstellen, Leute, wie World of Warcraft. Als Beispiel. Ne? Ein Online-MMORPG. Du rennst mit vielen anderen Spielern rum, lootest Pflänzchen, besiegst Gegner, machst Raid-Bosse, spielst PvP, vieles, vieles, vieles mehr. Ein MMORPG ist, glaube ich, eins der Spielgenres, wo du am meisten Zeit drin verballern kannst. Ne? Okay. Das ist einfach unglaublich viel Zeit, wo du reinballern kannst. Wir sind bereit, wir gehen rein, wir akzeptieren die Quest. Sehe ich jetzt, wo die Quest hingeht überhaupt? Boah, kein Tutorial, ich schaff das. Okay. Wir sehen überhaupt nicht, wohin. Oh mein Gott, das wird ein Abenteuer, Leute, das wird ein Abenteuer. Aber ich finde es auch cool, dass das als Fanprojekt nur jetzt verwirklicht wurde. Aber wir laufen mal ein bisschen rum. Wir erkunden mal die Welt, Leute. Ich habe ja noch keine Ahnung, was hier abgeht. Unten sieht es nach einem Gegner aus. Komm, wir gehen mal ein bisschen fighten, Leute. Natürlich, die Welt ist jetzt hier nicht irgendwie krass, Grafik, oder, ja, was soll ich sagen, High-End alles. Guter Angriff. Agro liest, 1000 Fenster gehen auf, ne? Okay, Quest wäre jetzt offen gewesen. Oh, wir haben es geschafft. Der erste Loot. Dragon Ball Kapseln. Oh, Wagu-Maschinen? Cash Shop? Oh mein Gott, ich habe noch keine Ahnung von dem ganzen Game, ne? Da ist ein Smiley. Oh Gott, ich habe noch keinen Plan. Wir fahren ein bisschen weiter. Oh Leute, ich hätte schon Bock, da 1000 Stunden drin zu versenken, ne? Nur ob ich das schaffe, keine Ahnung. Ich wollte es auf jeden Fall zeigen, dass es nun da ist als Alpha. Ne? Also ihr könnt nun rein ins Game, bisschen rumzocken. Aber wie gesagt, es ist Alpha. Es kann sein, dass der Server resettet wird und vieles, vieles mehr. Ne? Was? Keine Items? Oh du Schwein. Dann machen wir mal so einen kleinen Saiyaman kaputt hier. Oh, der ist knuffig. Ist der knuffig? Ich finde den süß. Aber ja, wie gesagt, natürlich erwartet keine große Grafik, dies, das, anders, sondern hier geht es rein ums Gameplay. Ne? Das ist, wie gesagt, wie bei World of Warcraft. Ne? Da geht es auch nicht um die Grafik. Okay, und wir hätten jetzt auch irgendwie zu Quest jumpen können. Im Progress. Kann ich da was draufdrücken? Ah, hier. Kann ich da irgendwie hinstarten? Ich habe noch, wie gesagt, noch keine Ahnung vom Game, Leute, ne? Wir versuchen einfach unser Bestes. Und kämpfen uns hier mal ein bisschen durch. Wo ist jetzt meine Drachenfähigkeit eigentlich hin? Spirit Roar? Irgendwie ist meine andere Fähigkeit verloren gegangen. Habe ich die Fähigkeit nur einmal benutzen können? Ist die jetzt weg? Und wir sehen auch einen Level-Balken ganz unten. Und dieser Level-Balken füllt sich natürlich. Also irgendwann werden wir natürlich auch mal ein schönes Level-Up haben. Und ich hätte auch gerne ein Level-Up mal. Denn ich würde mal interessieren, wie es dann aussieht, wenn man levelt, ne? Was, wie schaltet man alles frei, ne? Verhau ihn! Verhau die Sau! Gib sie! Yeah! Baby! Und looten. Oh, ich mag das Game jetzt schon, ne? Das ist schlecht. Ich könnte da wieder echt viel Zeit drin versenken. Oh mein Gott. Und ich finde es echt cool, dass ein Fanprojekt einfach das wieder auferstehen lässt, was es halt damals gab. Anscheinend in, ich glaube es war Korea oder das Game oder so, Japan. Kann es nicht mehr genau sagen. Ich hätte echt mal ein Level-Up, Mann. Lass mal ein Level-Up machen, Mann. Komm, verhau die Sau. Roar. Ja, down. Sogar 10 gedroppt. Oh, ein seltenes Item. Okay, wir sind bereit. Da liegt eine Toolbox. Da will ich hin. Kann ich die Toolbox nicht öffnen? Ich kann also die Toolbox öffnen. Was? Ich kann sie öffnen? Nein. Wie? Ich kann die nicht öffnen. Was eine Scheiße. Nein! Wenn ich noch eine Toolbox nicht öffnen kann, die muss ich doch irgendwie öffnen können. Hier ist ein Straßenschild. Und wissen, wo wir überhaupt sind. Okay. Hier ist ein NPC hinten. Mrs. Ise. Oh Gott, wie die aussieht. Oh mein Gott. Kann man kurz über Mrs. Ise talken? Versuch mich gerade zu drehen. Oh mein Gott. Können wir kurz mit dieser Dame sprechen? What the actually fuck? Aber ja, ihr seht schon, Leute, das ist eine gigantische Welt, die erkundet werden will, ne? Das wird hardcore. Oh, da ist ein böser Gegner. Ist das eine orange Schrift oder ist die auch gelb? Ich glaube, die ist orange, ne? Das könnte ein schwerer Gegner sein. Aktivier mal das Dragon Roar und greif ihn an. Komm her, Baby. Bam, bam. Heißt sogar Big, ne? Also ich greife automatisch eigentlich voll der... Erstmal alles aufpicken. Okay, war jetzt doch nicht so ein Riesengegner. Oh, oh, oh. Okay, ich habe die Karte groß gemacht. Kann aber hier reinzoomen. Oh, oh mein Gott. Leute, wir sind am Anfang erst, ne? Oh mein Gott.
Ist das eine Riesenmap? Alter. Ist noch im Level 1 Gebiet, ne? Ich glaube, ich laufe richtig, aber, ne? Oh mein Gott. Was denn, Herbs? Ich kann nichts aufheben. Warum kann ich nichts aufheben? Irgendwie fehlt mir noch was, um Sachen aufzuheben. Kann man noch rennen? Nee. Ich muss auch daran gewöhnen, ne? Weite Wege, chilliges Rumlaufen. Aber warum kann ich nichts aufheben? Das verwirrt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich denke nicht, dass das normal sein sollte. Es gibt da sicher eine Möglichkeit, Sachen aufzuheben. Aber ich check's irgendwie nicht. Und wie hab ich's noch nicht gecheckt? Vielleicht hätte ich doch das Tutorial lesen sollen. Ich werde auf jeden Fall das Tutorial lesen, Leute. Ja, werde ich machen. Aber ganz ehrlich, für ein angezockt Video und für ein reingeguckt Video sozusagen eher, ne? Werde ich jetzt nicht das Game komplett lernen. Sondern wir werden erstmal versuchen, ein bisschen so durchzukämpfen. Ein bisschen durchzugucken. Ich würde echt mal eine Quest abschließen. Also wir laufen mal Richtung der Quest. Und ja, guckt ein bisschen die Welt. Oh, ist schon schön hier. Wie gesagt, natürlich ist die Grafik jetzt nicht high-end oder irgendwas oder crazy as fuck. Aber hey, mal ein bisschen was anderes, ne? Ein dämonisches Eichhörnchen. Entschuldigung, muss ich angreifen. Ein dämonisches Eichhörnchen. Und ja, man braucht nur einmal draufdrücken. Nicht wie ich, Volltap, einfach nur mal draufdrücken. Dämonisches Eichhörnchen, geh doch down, Mann. Boah, der hält was aus. Wow, what the fuck, wie stark ist ein dämonisches Eichhörnchen, bitte? Hättet ihr es gedacht? Ich nicht. Was hält mich davon ab, den ganzen Tag Eichhörnchen zu verprügeln? Was hält mich davon ab? Hm? Kann ich den ganzen Tag machen, Leute? Oh Gott. Wie gesagt, einfach selbst runterladen, selbst einen Einblick verschaffen, ob das was für euch ist, ne? Ob ihr da Bock drauf habt und so weiter und so weiter. Und, ne, sich ein bisschen in der Welt verlieren vielleicht. Vielleicht habt ihr ein bisschen Bock, um was anderes zu spielen, als immer nur Dragon Ball Legends und so weiter. Und zockt auch mal da ein bisschen rein. Ach komm, ich will wissen, was da hinten am Wegpunkt ist. Ja, wie gesagt, keiner Plan mehr. Oh, ich renne von der Quest weg, jetzt sehe ich es erst. Ich renne die falsche Richtung, da ist ein Wegpunkt. Da ist ein Wegpunkt. Ja, lol. Da ist ein Wegpunkt, Leute. Wir haben hier so ein kleines Symbol hinter der Kamera. Hier ist so ein kleines Symbol, wo ich hinlaufen muss. Es ist alles, wie gesagt, sehr mini, ne? Weil es ein MMORPG ist. Bedeutet, hier werden sich am Ende zig Fenster öffnen. Und ja, dass der Gegner rot ist, heißt auf jeden Fall, dass der mich fast killen kann. Werde ich jetzt hier ein Eichhörnchen verrecken? Ich bin gespannt. Schaffe ich das Eichhörnchen? Ich bin am Eichhörnchen verreckt. Ich bin am Eichhörnchen verreckt. Und ihr seht die Tasten, wie viele Tasten es gibt, ne? Oh mein Gott, ich bin am Eichhörnchen verreckt. Hä, die Quest sagt, ich muss hier hin? Hä? 2 Meter? Use the Scouter on Trainee Shiru. Wo ist ein Scouter, bitte? Man kann einen Scouter benutzen? Hier. Hier ist ein Scouter. Ich kann einen Scouter benutzen. Oh mein Gott. Kann ich den Scouter verschieben? Funktioniert das? Ich kann Scouter benutzen. Oh mein Gott. Ich kann den scouten. Haben wir abgeschlossen. Reward? Juhu, erste Quest abgeschlossen. Erste Quest abgeschlossen. Also man kann den Scouter benutzen, um sich Leute anzugucken. Oh, wie cool ist das Ding denn bitte? Muss mal drauf drücken. Oh, wie geil. Wir können das herausfinden, wie stark die ist. 866, wenn ich richtig sehe. Okay, die Dame ist krass. Ich weiß nicht, was mein Power-Level ist, aber es klingt krass. Oh Gott, Leute, da kann so viel Sachen hier machen. Ich werde mich drin verlieren, ne? Leute, scheiße. Soll ich mehr zocken? Wollt ihr mehr sehen? Soll ich mal ein bisschen hochleveln? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich bin sogar gelevelt. Ja, ich bin Level 2. Leute, wie gesagt, ich muss es mir angucken. Erst reinfinden. Ich wollte nur zeigen, es ist da. Ihr könnt es jetzt zocken. Kostenlos. Am PC. Und ja, ladet es euch runter, Link in der Videobeschreibung. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, so ein Oldschool MMORPG in der Dragon Ball Welt zu zocken. Ich bin echt gespannt, ich werde jetzt ein bisschen versuchen, hier weiter zu spielen und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Wenn ihr Bock habt, Daumen nach oben, abonnieren, um nicht zu verpassen, Videos auf der Endcard angucken, haut halt rein, ciao!